Typen sagt, er weiß schon alles, der wird nicht vorankommen, der steckt fest, weil es bedeutet einfach Stillstand. Man lernt im Leben einfach nicht aus, ne? Wirklich so durch das Matrix-Prinzip. Du bekommst auch wirklich innerlich diese Lust, du hast Lust zu lernen. So, du willst was lernen, du willst neue Erfahrungen, du willst einfach wachsen und das ist halt einfach mega geil. Also dieses Coaching, Cecil macht das so gut und diese Wochenaufgaben, also wirklich, die bringen dich auch immer wieder an die Grenze, aber du hast nicht so, dass du dann denkst so, ich habe keinen Bock mehr, das bringt mich nicht weiter. Du merkst halt die Erfolge so und du hast einfach Bock weiterzumachen, du willst es einfach durchziehen. Ich finde es auch so geil, durch das Business-Prinzip habe ich ja jetzt 3 Jahre lang nochmal Zugriff aufs Matrix-Prinzip. Und ich glaube, ich werde einfach, wenn ich jetzt, ich glaube, im Dezember bin ich durch mit dem Jahr. Aber ich glaube, ich fange einfach nochmal von vorne an. Guten Morgen, meine Freunde. Euer Coach hier, Cecil. Yes, ich bin noch nicht auf dem Stepper, mache ich aber gleich. Ich muss erstmal so ein paar Nachrichten sortieren. Hier ist echt krass, was. Ich habe schon wieder so viele Berichte von euch zugeschickt bekommen. Es ist zu krass. Ich poste noch ein, zwei Sachen, dann mache ich kurz Krafttraining und dann gehe ich auf den Stepper und dann melde ich mich wieder. Bis später. So, meine Freunde, jetzt bin ich wieder am Start. Gute Frage, wann kommen weitere Produkte in den Shop und vor allen Dingen welche? Welche wünscht ihr euch? Schreibt mal rein, gucke ich mir an. Bin sehr gespannt. Ach so, und ich weiß immer schon vorher, welche Videos gut geklickt werden. Das Entgiftungsvideo ist so wichtig. Guckt das an, Hochfischen. Wusste ich, die wenigsten Klicks der letzten 10 Videos. Meine 10 Wege gegen Krebs. Die wenigsten Klicks überhaupt in den letzten 10 Videos. Ich habe immer so eine Statistik. Aber wenn ich schreibe, der Bitcoin fällt jetzt auf 0 oder der Bitcoin geht jetzt auf 1 Million, 5-mal so viele Aufrufe. Das Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln war immer schon ein lukratives Geschäft, aber auf Kosten der Verbraucher, beim Geld und bei der Gesundheit. Diese Art des Profits müssen wir endlich beenden. Seit Jahren. Mann, heute wieder Stufe 6. Scheiße. Scheiße. Ist anstrengend heute wieder. Wie viel Geld sollte man immer auf dem Konto haben? 10% von eurem Gesamtgeld würde ich als Notgroschen in bar halten. Ich würde zum Beispiel auch ganz klar, immer wenn ihr Gehalt bekommt, 15%, 20%, je nachdem, immer sofort am Anfang des Monats weg investieren. So weg. Immer einen kleinen Puffer behalten, immer einen Teil weg. Nicht erst ausgeben und dann, was jetzt? Einen einfacheren Grundsatz gibt es gar nicht in den Finanzen, dass ihr mehr Geld spart, als ihr ausgebt. Okay? Und es läuft nämlich genau andersrum, weil fast keiner macht das. Alle denken sich, ah, ich habe eine Gehaltserhöhung, cool, gebe ich mehr aus. Und am Ende des Monats hat niemand Geld auf dem Konto. So, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, 15% tue ich mir zur Seite, sehe ich gar nicht, dann denkst du jetzt vielleicht, nee, dann könnte ich nicht klarkommen. Aber wenn es um dein Leben geht, kannst du dann trotzdem klarkommen. So, und ohne das kann man nichts aufbauen. Ich meine, gestern haben 7% von euch abgestimmt, dass sie nicht in der Lage wären, Ohrringe zu verkaufen. Müsst ihr mal sehen, 7% so manipuliert. Was ist da los? Ihr guckt mir doch zu. Sagen wir mal, du hättest im Peak 2017, war das, bei 20.000 Bitcoin gekauft. Aber jede Woche 100 Dollar reingetan. Habe ich gehört, dann wären es jetzt, ich glaube, 80.000 Dollar. 100 Dollar jede Woche, also 400 im Monat hättet ihr jetzt 80.000 oder 80.000 Gewinn. Das sind die Grundsätze. Wir können unser Leben nur verbessern, wenn wir besser werden vom Verstehen, vom Denken in allen Bereichen. Ich sag's jeden Tag. Hatte ich auch wilde Zeiten. Ich war Profisportler in verschiedenen Städten und Ländern und Mitte 20. ja, hatte ich. Ich sage jeden Tag,
auf den Verpackungen müssen wir rechtlich immer davor warnen, dass Kinder und Schwangere bloß am besten gar nichts nehmen wollen. Okay, nur Süßigkeiten. Also ich creme mich nicht ein und ich habe keine Angst vor der Sonne. Das Einzige, was schlecht ist, ist ein Sonnenbrand. Ansonsten finde ich Sonne sehr gesund. Er hat's gesagt. Das ist doch ein ganz klarer Fall. Ihr Kind braucht im ersten Jahr definitiv Vitamin D. Definitiv. Was sagen Sie? Hatte gestern Geburtstag? Okay, dann nicht mehr. Seit gestern zahlt es die Krankenkasse nicht mehr. Und seit gestern braucht es das Kind auch nicht mehr. Ist doch logisch. Und jetzt sage ich euch mal was zu Vitamin D. Ihr wisst ja, ich lebe in Dubai. Ich fahre hier jeden Tag mit dem Roller lang, kurzärmlich, kurze Hose, Sonne genug, okay? Ich hatte ja, als ich die Zahngeschichte gemacht habe, Wurzelbehandlung, habe ich euch ja gesagt, also die wurzelbehandelten Zähne, die müssen raus, weil es eine Vergiftung. Da habe ich ja Vitamin D aufgefüllt. Ich hatte so jeden Tag oder jeden zweiten Tag 20.000 Einheiten genommen, hatte dann Vitamin D-Spiegel von 90 Nanogramm pro Milliliter, also richtig gut. Ich empfehle immer 60 bis 80 Nanogramm. Ich hatte 90, war super. So, und dann habe ich seitdem, wie viel sind das jetzt, 4-5 Monate, immer nur so, weil ich dachte, okay, reicht erstmal Sonne, hast nicht gesehen, habe ich so vielleicht einmal die Woche eine Pipette genommen, so 20.000. Jetzt habe ich neulich gemessen, vor 2-3 Wochen. Wisst ihr, wo der war? Bei 33. Bei 33 von über 90. Ich lebe in Dubai, bin jeden Tag in der Sonne. Nachdenken. Wo geht's in Urlaub hin? Habe ich noch nicht gesagt. Sage ich auch noch nicht, das wird eine Überraschung. Ich lasse euch ein bisschen weiter raten. Auf jeden Fall werde ich euch ein paar sehr, sehr geile Einblicke zeigen. Ist echt cool. Und viele von euch kennen mich schon relativ gut. Also viele haben es richtig geraten. Ich habe gerade wieder ein Foto geschickt bekommen. Es ist zu krass, wie offensichtlich sie versuchen, uns komplett zu zerstören. Gesundheit seht ihr, Beziehung seht ihr, Finanzen seht ihr. Auf allen Ebenen. Wenn man die Medien kontrolliert, Finanzwelt, Krypto, Gesundheit, hier diese ganzen Sachen, dann kannst du über die Medien alles sagen. Die sind zusammengeschaltet. Ich habe da schon Videos drüber gemacht. Transatlantisches Abkommen und so. Die sind nicht unabhängig. Die kriegen was vorgelegt und dann lesen alle das Gleiche ab. Guck mal, was sie zur Beziehung sagen. Und gepaart mit Ablehnen. Das ist krank. Wir wollen euch wegtreiben von einem freien Leben. Dass man im Leben nie wieder streitet. Guck mal, ich habe nie Streit in meinem Leben. Nie. Okay? Wenn jemand frei ist, wie sollen sie dich greifen, wenn du ein eigenes Business aufgebaut hast, komplett unabhängig, ohne Chef, ohne alles und du überall auf der Welt arbeiten kannst? Wie sollen sie dich greifen? Aber sie greifen dich vorher, dass du es erst gar nicht glaubst, dass sowas funktioniert. Obwohl es faktisch falsch ist. Jeder kann das. So, dann bist du nicht greifbar. Wenn ein Land dir dann nicht gefällt, sagst du, alles klar, ciao, ich gehe woanders hin. Ich könnte meine Koffer packen und könnte morgen woanders sein. Okay, ohne Probleme. Ich würde ganz normal weiterarbeiten, ganz normal weiter Geld verdienen, ohne Probleme. Okay, das wollen sie nicht, weil sie wollen Schafe haben. Wie soll man die Welt sonst kontrollieren? Okay? Ich zeige euch wieder ein Beispiel. Jeden Tag mehr. Ich habe zu viele auf meinem Handy. So, ist doch krass, meine Freunde, oder? Drittes Standbein, trotz Kindern, okay? Es gibt immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder man hat Ausreden oder Resultat. Okay, und wenn man Gas gibt und eine richtige Anleitung hat, wenn ihr alles umsetzt, im Matrix-Prinzip, Business-Prinzip, wie sollt ihr dann scheitern? Ihr werdet Maschinen und so kleine Online-Beträge wie 300 Euro am Tag, das kann wirklich jeder. Okay, dann ein Business aufzubauen wie Amazon, so und so viel Milliarden, das ist dann ein bisschen schwerer. Aber online was verkaufen, Ohrringe, habt ihr gesehen gestern, Ohrringe verkauft. 7% von euch sagen, nö, ich habe zwar 10 Jahre studiert und arbeite jetzt 40 Stunden in der Firma, die ich hasse, aber Ohrringe zu verkaufen kann ich nicht.
Okay, meine Freunde, ich habe jetzt gleich 90 Minuten, heute auch wieder auf Stufe 6.